Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lost Crown. The Ghost Hunting Adventure. Yay! Und, wir müssen noch einige Dinge hier erledigen. Das habe ich schon mal vorgelesen. In der letzten Folge haben wir von Lucy erfahren, dass die Besitzerin hier, also diese Morgan Menkel, nicht besonders nett war früher. Sie hat andere schikaniert und... ja, war halt nicht besonders freundlich. Und in Lucys Augen ist sie ziemlich schäbig. Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Ja, und die sind hier alle tot, glaube ich, die ganzen Hummer. Keine Ahnung. Ich glaube, ich... Ja, weil die bewegen sich nicht und müssten die ja nicht anfangen zu stinken? Ich meine, das ist Fisch. Also, das sind doch so Krabbentiere, ne? Wo ist denn der Hardecker? Ist das Hardecker? Oder wer ist das? Dr. Black. Der Künstler Dr. Black hat eine Figur zu der Szene hinzugefügt. Okay. Merkwürdig. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Hä? Hä? Wie bitte? Ist das er? Weil so vom Gesicht und Profil und Bart könnte das auch er sein, nur halt eben mit anderer Verkleidung, mit einem Hut und... sind wir das? Merkwürdig. Ist das jetzt hier ein Geist oder was? Entschuldigen Sie, aber könnten Sie... Was? Okay, das ist aber nicht Professor Hardecker, oder? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Aber wir können auch nichts mit ihm benutzen, weil sonst wäre das ein Schlüssel, also so ein Schraubenschlüssel. Okay, hier ist auch niemand. Nö, hier ist niemand. Och, Nigel. Vor allem, wie kann das überhaupt sein mit dem Echo? Aber egal. Nigel, geh ein bisschen schneller. Tja, wieder durch die Höhle, würde ich mal sagen. Hier soll doch angeblich der Professor Hardecker sein, oder nicht? Das haben wir zusammengesetzt. Gefährliche Unterströmungen. Ich sollte das als Warnung nehmen. Ja. Und von jetzt an aufpassen, wo ich hintrete. Ja. Scharfkantige Felsen. Immer diese Hupe, ne? Diese Bootshupe im Hintergrund, diese dö, dö. Das ist schon fast irgendwie witzig, wenn man die hört. Endlose versteinerte Formen. Ja, endlose versteinerte Formen. Versteinerte Formen. Endlose versteinerte Formen. Da war schon wieder. Dö, dö. Dö, dö. Wo ist denn dieser Professor? Ja, die Libelle taucht auf.
Hier ist ja noch so ein Symbol. Das hatten wir ja schon. Symbolische Bilder oder antike Graffiti? Ich glaube eher antikes Graffiti. Und der süße Frosch hier. Oh, den können wir bestimmt einfangen. Hier. Willst du ein Sandwich? Das ist nicht richtig. Hätte mich jetzt auch gewundert. Tiefes, nasses Wasser. Ah, hier können wir noch entlang. Aber hier kommen wir nur zum Bahnhof, ne? Ja. Kommen wir nur wieder zurück? Aber der Zug ist ja weg. Ist gerade ein Zug abgefahren? Oder kommt er bald an? Ich glaube er nicht. Ich glaube, wir stecken hier auf ewig fest. Das hatten wir uns ja auch alle schon angeschaut, ne? The Broads. Sexton, Fenland, Coast und Harbour. Was war das? Was war das? War das ein Schuss? Was geht hier ab? Ja, the bear. The bear, bear, bear. Of the train. Ja. Aber wir können nicht weitergehen, ne? Wir können nicht weiter runter. Wir könnten auch nicht auf die Schienen, um uns um uns umzubringen, oder? Nee. Mm-mm. Funktioniert nicht. Also, ich glaube, wir befinden uns in der Vergangenheit. Was war das? Ist ja gruselig, der Ton. War das ein Schuss oder eine Bombe? Mal da entlang. Also, der steht immer noch hier. Entschuldigung. Ruhe! Sie verscheucht sie ja. Immer noch unfreundlich. Ja. Hm, der Kranich. Da waren wir auch schon, ne? Wieso liegt da das Schild? Hier liegt es auf einmal nicht mehr. Ich habe den Fehler gefunden. Hier. Entwickler, das habt ihr vergessen. Das war der erste wirkliche Fehler, den ich je gefunden habe in meinen Let's Plays. Mal schauen, wie viel ich noch finden werde. Ich glaube, alle Wege führen nach Rom hier, ne? Ob ich jetzt hier lang gehe oder ob ich jetzt hier lang gehe, ne? Natürlich müssen wir wieder warten, bis die Labelle sich dahin gehockt hat, oder? Yep. Ich glaube, alle Wege führen nach Rom, ne? Ja. Hä? Nee, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hier entlang. Und dann muss ich hier entlang. Also hier haben sie das Schild weggemacht. Und ja, der Hardecker ist hier aber nirgends. Wo könnte der sein? Also hier war ich ja auch schon. Hier ist er nicht. Es wurde mir doch so gesagt, dass er hier irgendwo ist. Hat das nicht die Lucy gesagt? Wer nichts wagt? Ja, der nichts gewinnt.
Nö, hier ist auch nichts. Oder? Nö, außer Müll und Zeitung. Ja, können wir auch schon. Ein verlassenes Gebäude. Sieht unheimlich aus. Hier können wir auch nicht hin. Ja. Okay. Nee. Merkwürdig. Er ist hier immer noch am Malen. Aber das ist nicht der Hardecker, ne? Hier, Witze. Das ist nicht richtig. Was? Das ist nicht richtig, einen fremden Mann einen Keks anzubieten? Also bei Kindern ist das ja verständlich, dass man als Erwachsener denen keine Süßigkeiten anbietet. Auf der Straße, aber einen Erwachsenen? Hä? Moment mal. Da entlang? Ah, okay, jetzt sind wir einmal um ihn herum. Oder ist das der Hardecker? Und der will nicht gestört werden, weil der hat den gleichen Hut auf. Der Hardecker hatte doch... Ach, ich weiß es nicht. Was? Da redet jemand und eine Lampe. Ist jemand hier gewesen? Ich würde sagen, da ist noch jemand hier nicht. Ist jemand hier gewesen? Also das ist die Vergangenheit davon. Ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen kleinig. Ah, da ist er ja. Da ist er. Der Hardecker. Seltsame Kreaturen in das Grundgestein gemeißelt. Ja. Und der ist ganz schön moppelig, ne? Hardecker? Professor, also hier verstecken Sie sich. Bei den Krabben und Fischköpfen? Was wollen Sie, Danvers? Ist auch unfreundlich wie eh und je. Ist der Schatz unter diesen Felsen verborgen? Wenn Sie genau genug hinsehen, erkennen Sie die Zeichen. Okay, die Zeichen? Was denn für Zeichen? Wegen unseres letzten Treffens gestern Abend auf der Hafenmauer. Treffen? Ich habe Sie nicht getroffen, Danvers. Wir haben uns gestern Abend getroffen. Ziehen Sie ab, Danvers. Ich habe zu arbeiten. Hä? Was ist mit dem? Warum ist er so komisch? Und wir haben ihn nicht getroffen? Haben wir das nur geträumt oder was? Merkwürdig. Was können Sie mir über die verlorene angelsächsische Krone erzählen? Die Dinge, die verloren sind, warten darauf, gefunden zu werden. Aber was ist mit jenen kostbaren Gegenständen, die verborgen wurden? Aus gutem Grund verborgen. Sollten wir nach Schätzen suchen, die wir nicht finden sollen? Ja, das ist doch nur eine Volkssage, oder nicht? Man braucht Können, Scharfsinn und einen starken Willen, um das zu finden, was da draußen in den Fens verborgen ist. Dies ist ein altes Land, das denen gegenüber, die mit geschlossenen Augen darin herumstolpern, äußerst unbarmherzig sein kann. Okay. Der spricht in Rätseln. Kennen Sie örtliche Geistergeschichten? Nehmen Sie das Cottage, in dem Sie wohnen. Harbor Cottage. Wissen Sie viel darüber? Wollen Sie sagen, dass es in dem Cottage spukt? Hören Sie heute Abend genau hin, wenn Sie einschlafen. Hören Sie auf die Geräusche. Geräusche? Was für Geräusche? Das werden Sie früh genug erfahren. Das ist immer so. Ja, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja schon selber mitbekommen, dass es dort spukt. Deswegen frage ich mich, wieso Nigel so doof fragt. Aber naja, das ist wohl wichtig für das Spiel. Kennen Sie örtliche? Das haben wir ja schon alles. Kennen Sie örtliche Geistergeschichten? Ja. Nehmen Sie das Cottage in... Wollen Sie sagen, dass... Hören Sie heute Abend Geräusche? Ja. Das werden Sie früh genug... Ich kann hier irgendwie gar nicht mehr weg. Was können Sie mir über die... Die Dinge aus gutem Grund... Ja, das ist doch nur eine Volkssage, oder nicht? Man braucht
können Scharfsinn und einen starken Willen, um das zu finden, was da draußen in den Fans verborgen ist. Dies ist ein altes Land, das denen gegenüber, die mit geschlossenen Augen darin herumstolpern, äußerst unbarmherzig sein kann. Okay. Ich komme jetzt hier gar nicht mehr raus aus dem Dialog. Hallo? Ich habe alles abgeklappert und komme aber nicht mehr aus dem Dialog. Wenn Sie genau genug hinsehen, erkennen Sie die Zeichen. Hallo? Wie komme ich denn hier aus dem Dialog wieder raus? Wegen unseres letzten Treffens gestern Abend auf der Hafenmauer. Treffen? Ich habe Sie nicht getroffen, Danvers. Wir haben uns gestern Abend getroffen. Ziehen Sie ab, Danvers. Ich habe zu arbeiten. Hä? Ich komme hier nicht mehr raus. Was können Sie mir über die verlorene angelsächsische Krone erzählen? Die Dinge, die verloren sind, warten darauf, gefunden zu werden. Aber was ist mit jenen kostbaren Gegenständen, die verborgen wurden? Aus gutem Grund verborgen. Sollten wir nach Schätzen suchen, die wir nicht finden sollen? Ja, das ist doch nur eine Volkssage, oder nicht? Man braucht Können, Scharfsinn und einen starken... Ja. Dies ist... Kennen Sie örtlich... Nehmen Sie der... Wollen Sie sagen... Hören Sie heute Geräusch? Das werden Sie früh genug erfahren. Das ist immer so. Leute, ich habe hier gerade ein Problem. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich meine, ich kann auch nicht in mein Inventar oder so. Ich komme nicht mehr aus dem Menü hier raus. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt anklicken sollen. Ich komme nicht in mein Inventar. Es geht nicht automatisch weiter. Es ist ganz, ganz merkwürdig jetzt. Es ist wirklich... sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Und das Problem ist auch, ich habe jetzt auch nicht zwischendurch gespeichert. Das heißt, von dem letzten Speicherpunkt aus müsste ich dann nochmal alles wiederholen. Das ist aber jetzt ärgerlich. Wie komme ich denn jetzt hier aus dem Menü wieder raus? Toll! Toll! Echt toll! Ich komme hier nicht raus. Escape funktioniert nicht. Entfernen funktioniert nicht. Ich komme nicht in meine Inventarseite. Ich kann hier nur die Dialoge durchgehen. Was können Sie aus gut? Ja, man braucht das. Ja, toll. Ja gut, Leute, dann muss ich das Spiel halt einfach so abbrechen, weil ich komme hier nicht mehr raus, ne? Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, es geht hoffentlich weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Wir hören uns dann. Tschüss.